Aufrufen. Das ist der Tagesordnungspunkt 1, Aktuelle Stunde. Die Fraktion der Piraten hat mit Schreiben vom 27. April diesen Jahres gemäß § 95 Absatz 1 der Geschäftsordnung zu einer aktuellen Frage der Landespolitik eine Aussprache beantragt. Das Thema lautet: Nordrhein-Westfälische Unternehmen vor Wirtschaftsspionage schützen, trägt die Drucksachennummer 8531. Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Redner von Seiten der antragstellenden Fraktion der Piraten Herrn Dr. Paul das Wort. Vielen Dank, verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer. Das ist jetzt wirklich nicht einfach. Aber seit Donnerstag letzter Woche steht ein skandalöser Verdacht im Raum. Nach Informationen des Spiegel hat der Bundesnachrichtendienst in tausenden Fällen Kommunikationsdaten von deutschen Unternehmen und Politikern gesammelt und an den amerikanischen Nachrichtendienst NSA weitergegeben. Das Bundeskanzleramt war nachweislich seit dem Jahr 2008 informiert. Wir Piraten haben in der Begründung zur heutigen Aktuellen Stunde diesen Vorgang als Amtshilfe des BND an die NSA bezeichnet. Im Grunde ist das ein Euphemismus. Denn wenn die Informationen stimmen, und das hat bisher keine Seite angezweifelt, handelt es sich hierbei um Landesverrat. Um einen Landesverrat auf Bundesebene, der höchstwahrscheinlich auch das Hightech-Land Nordrhein-Westfalen betrifft. Wir Piraten warnen seit Jahren vor den technischen Möglichkeiten und dem Willen der Nachrichtendienste im In- und Ausland, massenhaft Kommunikationsdaten abzugreifen und für ihre Inhalte zu nutzen. Nicht erst seit Edward Snowden steht dabei auch der Verdacht auf Wirtschaftsspionage im Raum. Doch spätestens mit den neuesten Enthüllungen wird klar, die NSA-Affäre ist zur Bundeskanzleramtsaffäre geworden. Und die zuständigen Politiker tragen die politische Verantwortung. Als wir Piraten das letzte Mal dieses Thema in den Landtag brachten, wurde uns vom Leiter der Abteilung Verfassungsschutz im Landesinnenministerium mitgeteilt, dass kein Grund zur Besorgnis vorhanden sei. In seiner Stellungnahme ließ er das Parlament wissen, es lägen keine Erkenntnisse vor, dass sogenannte befreundete Dienste Wirtschaftsspionage in Nordrhein-Westfalen betreiben. Und weiter hieß es beschwichtigend, auch dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz liegen nach eigener Aussage keinerlei Erkenntnisse vor, die die These einer Wirtschaftsspionage aus dem Westen stützen. Also alles nur grundloses Gerede, Verschwörungstheorie oder hanebüchene Spekulation. Nun stellt sich heraus, dass der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vielleicht nur mal seinen Kollegen vom Bundesnachrichtendienst oder das zuständige Bundeskanzleramt hätte fragen sollen, das seit 2008 vollumfänglich im Bilde war, und zwar im Bilde darüber, wie die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen und in ganz Deutschland von sogenannten befreundeten Diensten ausspioniert werden. Das allein ist schon unglaublich genug. Unfassbar aber ist, dass dies noch unter aktiver Mithilfe des vom deutschen Steuerzahler mit Millionen finanzierten BND geschieht. Da fehlen einem schlicht die Worte. Der Super-GAU in der deutschen Innenpolitik ist also da. Seit 2013, als Edward Snowden mit seinen mutigen Enthüllungen an die Öffentlichkeit trat, hat es nicht lange gedauert, bis zur Kernschmelze jeglichen Vertrauens in die staatliche Integrität. Seitdem galt auf allen Ebenen der deutschen Politik in dieser Thematik nur eine einzige Handlungsanweisung. Ob im Bund oder hier im Land, weggucken, vertuschen, leugnen. Und wenn es gar nicht mehr anders geht und die Last der Beweise erdrückend wird, alles kleinreden und für komplett erledigt erklären. Damit muss jetzt ein für alle Mal Schluss sein. Selbst der Hilferuf der Geschädigten gab unserer Landesregierung keinen Anlass zum Umdenken. So erklärte die Arbeitsgemeinschaft Produkt- und Know-how-Schutz bei der Anhörung Wirtschaftsspionage, die von uns Piraten im Februar 2014 hier im Plenarsaal verlangt wurde, ich zitiere: Die Hilfe der Politik, auch in NRW, ist verschwindend gering. Es gibt für Behörden und Politik einiges zu tun. Die Piraten haben bereits im Jahr 2013 Aufklärung gefordert, als wir das Thema Wirtschaftsspionage hier einbrachten.
Als ein Jahr später bekannt wurde, dass am Internetknotenpunkt DE6 in Frankfurt, übrigens betrieben von einem Kölner Unternehmen, ein millionenfacher Abgriff von Daten betrieben wurde, Stichwort Iconal, haben wir wieder Aufklärung gefordert. Und auch heute fordern wir eine vollumfängliche Aufklärung der BND-Affäre. Doch damit allein kann es diesmal nicht getan sein. Die Salamitaktik des Bundesnachrichtendienstes hat es selbst verursacht. Kein Mensch glaubt mehr daran, dass sich der Nachrichtendienst freiwillig einer ehrlichen Aufklärung und den daraus folgenden Konsequenzen unterzieht. Und wer trägt dafür die Verantwortung? Ist es Frank-Walter Steinmeier, der den Bundesnachrichtendienst bis ins Jahr 2005 beaufsichtigte? Ist es sein Nachfolger Thomas de Maizière oder etwa Ronald Pofalla, der zudem im August 2013 und wieder besseren Wissens die Unverfrorenheit besaß, die NSA-Affäre für beendet zu erklären? Oder ist es der derzeitige Amtschef Peter Altmaier? Fest steht, es gibt ein eklatantes Staatsversagen der Sicherheitsbehörden. Das Bundeskanzleramt hat bei der Aufsicht des Bundesnachrichtendienstes versagt, und zwar sowohl unter christdemokratischer als auch unter sozialdemokratischer Führung. Deswegen erneuern wir Piraten unsere Forderung: Das Eigenleben der deutschen Nachrichtendienste schändet unsere Demokratie. Und die Nachrichtendienste müssen wieder Teil des Rechtsstaates werden. Sie gehören an die parlamentarische Kette. Was muss also getan werden, um die Bürger und Unternehmen in Nordrhein-Westfalen vor staatlichen Nachrichtendiensten zu schützen? Erstens muss der Skandal vollumfänglich aufgeklärt werden, insbesondere auch im Hinblick auf betroffene Bürger und Unternehmen hier im Land. Zweitens muss endlich Schluss sein mit der Vertuschung und Verharmlosung des Spionageskandals. Das gilt sowohl im Bund als auch hier in NRW. Und Sie, Herr Minister Jäger, und der Ihnen unterstellte Verfassungsschutz, der einen gesetzlichen Auftrag zur Spionageabwehr hat, müssen Ihre Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts Linie endgültig aufgeben. Und drittens scheinen die Bundesbehörden nicht willens oder in der Lage zu sein, dem Eigenleben des Dienstes Herr zu werden. Die Landesregierung und der Landtag müssen daher aus ureigenem Interesse die Bundesregierung auffordern, die Kontrolle über den BND zurückzuerlangen. Und viertens erstatten wir, die Mitglieder unserer Fraktion, der Bundesvorsitzende der Piratenpartei und der Landesvorsitzende der Piratenpartei, beim Generalbundesanwalt Strafanzeige bezüglich § 99 Strafgesetzbuch gegen die Führungsebene des BND und gegen die aufsichtsführenden Politiker im Bundeskanzleramt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Paul. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Stotko. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, Herr Kollege Dr. Paul, es dreht sich so ein bisschen wie ein Hamster im Mühlrad. Mein Kollege Falk Heinrichs hat noch im Dezember, Sie haben Iconal angesprochen, bereits darauf hingewiesen, dass solche Anträge oder aktuellen Stunden wie diese nicht in den nordrhein-westfälischen Landtag gehören, sondern entweder in ein parlamentarisches Kontrollgremium im Bund oder in den aktuell eingesetzten Untersuchungsausschuss, von mir aus in den dortigen Innenausschuss oder ins Parlament selbst. Und Sie haben mehrfach in Ihrer Rede darauf hingewiesen, dass es eine Bundesaufgabe ist, eine Bundeskontrolle ist. Da frage ich mich natürlich immer, machen Sie das nur, weil Sie im Bundestag nicht sitzen und das dann in die Länderparlamente ziehen müssen, um es mal diskutieren zu können? Und wenn ich mir dann Ihre Beantragung zur Aktuellen Stunde durchlese und jetzt gerade Ihnen aufmerksam zuhöre, dann sprechen Sie über habe gebeten, es ist anzunehmen, der Verdacht steht im Raum, es ist höchstwahrscheinlich, eine Aneinanderreihung von Konjunktiven, und dann behaupten Sie am Schluss einfach, NRW-Unternehmen sind betroffen. Und nur um eine Aktuelle Stunde beantragen zu können, ich halte das für keine kluge Idee, denn bis jetzt hat sich dazu auch gar nichts ergeben. Und deshalb ist die SPD-Landtagsfraktion auch eher vorsichtig, Presseberichte mit Vorwürfen zu kommentieren oder zu bewerten. Insbesondere, wenn man sich die aktuelle Berichterstattung anschaut, die begann mit »Wurden ausspioniert« und sich gedreht hat zu »Sollten ausspioniert werden«. Aber um das einmal hier auch deutlich zu sagen, damit Sie sich ein bisschen besser fühlen und weniger reinschreien müssen: Wenn ernsthaft die Vereinigten Staaten den Bundesnachrichtendienst erfolgreich eingespannt haben, um Wirtschaftsspionage in Deutschland zu betreiben,
hätte dies eine besondere Qualität, denn gegen staatlich organisierte Wirtschaftsspionage müssen Politik, Behörden und Unternehmen gemeinsam vorgehen. Das muss natürlich schnellstens aufgeklärt werden, wohlgemerkt aber im Bund. Ausreichend Anhaltspunkte gibt es jedoch dafür, und da gebe ich Ihnen völlig recht, Herr Dr. Paul, dass der Bundesnachrichtendienst offensichtlich ein Eigenleben führt, das Parlament im Bund mehrfach falsch informiert hat und offensichtlich keiner ordnungsgemäßen Kontrolle unterliegt. Einer Kontrolle, die übrigens dem Bundeskanzleramt obliegt, welches augenscheinlich kläglich versagt hat. Wie? Das Bundeskanzleramt? Ja, genau. Eben das Amt der Frau, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, die Frau Merkel sich bitterlich darüber beschwert hat, sie sei ja selber abgehört worden und ganz überrascht getan hat, jedoch seit Jahren offensichtlich darüber informiert ist, dass die NSA auf jeden Fall beabsichtigt, deutsche Firmen auszuspionieren. Wie die das überraschen kann, entzieht sich meiner Kenntnis. Die Kanzlerin muss deshalb persönlich aufklären, also nicht der Untersuchungsausschuss im Bund allein, sondern Frau Merkel muss die Öffentlichkeit darüber informieren, welche Kenntnisse sie persönlich ab wann gehabt hat und wie sie als oberste Kontrolleurin des Bundesnachrichtendienstes reagiert hat. Aber auch das, liebe Piratenfraktion, interessiert nicht nur uns in Nordrhein-Westfalen, sondern alle Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik, insbesondere wenn es jetzt Stück für Stück eine lange Liste von Nichtverantwortlichen gibt. Von gleichem Interesse ist sicherlich auch, und das betone ich auch im Sinne meiner Kolleginnen und Kollegen im Bund, dass es eine Liste abgelehnter Selektoren gibt, die 40.000 Stück umfassen soll, die in einer Ablehnungsdatei erfasst sind. Man fragt sich in diesem Falle schon, wenn 40.000 Selektoren abgelehnt wurden, wie viele Tausend sind dann eigentlich akzeptiert worden? Auch das muss aufgeklärt werden. Deshalb ist diese Liste der Selektoren umfassend und ausführlich und schnellstens zu veröffentlichen. Um aber trotz Ihres bundespolitischen Antrags den Blick auf Nordrhein-Westfalen zu werfen. Wir sind beruhigt, und das hat sich offensichtlich auch noch immer nicht geändert. Der Innenminister wird ja was dazu sagen, dass bis zum heutigen Tage keine Erkenntnisse darüber vorliegen, dass sich Nordrhein-Westfalen an irgendeiner Wirtschaftsspionage beteiligt hat. Im Gegenteil. Wir sind in Nordrhein-Westfalen gut aufgestellt mit CERT, dem Computer Emergency Response Team, englischer Begriff, ich habe ihn nicht erfunden. Das gibt es bei ITNRW, einem im bundesweiten Verbund arbeitendes Netz der Sicherheitsinfrastruktur. Wir alle kennen aus den Diskussionen hier und auch im Innenausschuss, dass wir im Landeskriminalamt mit dem Cybercrime-Kompetenzzentrum eine Vorzeigeabteilung in ganz Deutschland haben, die sich um Prävention und Aufklärung von Straftaten im IT-Bereich kümmert. Wir haben hier in verschiedenen Debatten klargemacht, dass NRW im IT-Planungsrat unter anderem eine Sicherheitsleitlinie erarbeitet hat. Wir unterstützen die kommunale Familie, kommunale, also Kommunen und Kreise, bei der Umsetzung dieser Sicherheitsleitlinie, haben deren Anwendung aber auch der Privatwirtschaft nahegelegt und erneuern dies täglich durch Sensibilisierungsmaßnahmen für eine ausreichende IT-Sicherheit im Privatbereich. Denn grundsätzlich, ich will das hier auch noch mal klar machen, ist die Privatwirtschaft gehalten, die Zusammenarbeit von Unternehmen, Kammern und Verbänden mit den zuständigen Organen weiter zu vertiefen und eigene Anstrengungen zu unternehmen, sich erfolgreich gegen Wirtschaftsspionage zu wehren. Dies gilt umso mehr, als das Vertrauen in das Internet als Wirtschaftsmotor nicht gefährdet werden darf. Aber bei aller Wertschätzung für alle möglichen Maßnahmen und allen Forderungen, wir müssen uns aber auch darüber im Klaren sein, dass trotz umfassender Schutzmaßnahmen, insbesondere gegen neue und hochkomplexe Spionage- und Schadsoftware, kein hundertprozentiger Schutz existiert. Wenn die Beantragung der heutigen Aktuellen Stunde zumindest diese Sensibilisierung bewirkt hätte, wäre sie nicht so nutzlos, wie es hier den Anschein hat. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Stotko. Für die Fraktion der CDU spricht Herr Dr. Bergmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren, wir hätten heute hier in der Aktuellen Stunde über das Thema, das derzeit viele Menschen nicht nur im Rheinischen Revier unter den Nägeln brennt, sprechen können. Bundeswirtschaftsminister Gabriel legt mit seinen Plänen für die Klimaabgabe die Axt an die Energieversorgung im Energieland NRW. Verdi, IG BCE fürchten den Verlust von bis zu 100.000 Arbeitsplätzen, viele davon in unserem Land. Und gleichzeitig findet die Landesregierung zu keiner einheitlichen Position.
Während SPD-Minister gegen die Pläne Gabriels demonstrieren, demonstrieren Grünen-Minister dafür. Wie gesagt, wir hätten allen Grund, ausführlich und intensiv eine Debatte darüber zu führen. Tun wir aber leider nicht. Sei es drum. Sprechen wir also über Wirtschaftsspionage. Im Februar 2014 hatten wir im Wirtschaftsausschuss eine Anhörung genau zu dem Thema Wirtschaftsspionage bezogen auf unser Bundesland NRW, sodass uns darüber viele Informationen vorliegen. Daher möchte ich auf die damals geschilderten Sachverhalte und Fragenkomplexe sowie die angeregten Maßnahmen eingehen, genauso wie Sie es, liebe Piraten, in Ihrer Begründung für diese Aktuelle Stunde gewünscht haben. Und ich rede über NRW, da hier der Landtag und nicht der Bundestag ist. Und ich rede so, wie Sie es mit Ihrer Überschrift auch getan haben, zu Ihrer Aktuellen Stunde, nordrhein-westfälische Unternehmen vor Wirtschaftsspionage schützen und nichts, zu nichts anderem. Auch nordrhein-westfälische Unternehmen stehen laut den Sachverständigen im Fokus von Spionagetätigkeiten. Das ist nicht überraschend. Laut dem Leiter des Verfassungsschutzes unseres Landes, Burkhard Freier, erfolgten nur 5 bis 10 der Angriffe mit nachrichtendienstlichen und kriminellen Mitteln. Der Rest erfolgt demnach offen und über das Netz oder über Einzelpersonen. Der Ursprung der Angriffe ist nicht gänzlich geklärt. Man geht davon aus, dass er mal in befreundeten, mal in nicht befreundeten Staaten liegt. Und oft ist das Abgreifen von Know-how unserer Weltmarktführer das Ziel. Wir sind uns sicher einig, dass man auf das mitschwingende Lob, unsere Unternehmen sind so innovativ, dass es sich offensichtlich lohnt, sie auch auszuspähen, gut verzichten könnten. Man muss neben kriminellen Aspekten auch eine von der Wirtschaftsspionage ausgehende Gefahr im Auge behalten. Know-how-Abfluss schädigt den Standort NRW massiv. Sicher, in erster Linie sind Unternehmen selbst für den Schutz ihrer Betriebsgeheimnisse, etwa in den F&E-Abteilungen, verantwortlich. Das können vor allem große Konzerne auch selbst leisten. Aber Nordrhein-Westfalen ist nicht nur der Standort der großen Konzerne, sondern ist vor allem ein Land mit starker mittelständischer Struktur. Schließlich sind 94% unserer Industrieunternehmen mittelständische Betriebe. Unsere Hidden Champions brauchen unsere Hilfe beim Schutz ihrer Betriebsgeheimnisse. Sicher ist, die zunehmende Digitalisierung unseres Wirtschaftens ist eine große Chance für den Standort NRW. Eine gemeinschaftliche Studie des Branchenverbands Bitkom mit dem Fraunhofer-Institut geht von einem jährlichen Wachstumspotenzial von bis zu 1,7% durch die Digitalisierung wirtschaftlicher Prozesse bzw. durch die Umsetzung von Industrie 4.0 aus. Sicher ist aber auch, durch die Digitalisierung werden auch das Ausspähen von Betriebsgeheimnissen und das Verwischen des wahren Angriffsursprungs immer einfacher. Das Fazit muss also lauten: Wenn Industrie 4.0 eine Erfolgsgeschichte werden soll, müssen wir den Unternehmen helfen, ihre Betriebsgeheimnisse, ihre Daten und damit ihr Know-how besser zu schützen. Glücklicherweise hat Nordrhein-Westfalen eine exzellente Forschungslandschaft. Derzeit laufen an vielen Hochschulen genau dazu Projekte, nämlich zur Verbesserung der Datensicherheit. Das ist gut. Die Ministerpräsidentin hat angekündigt, solche Projekte in Zukunft verstärkt fördern zu wollen. Das ist richtig. Wir werden die Landesregierung an dieser Ankündigung in Zukunft messen. Das ist notwendig. Forschung und Entwicklung alleine jedoch reichen leider nicht aus. Wir müssen vielmehr den Mittelstand stärker für einen ausreichenden Schutz von Betriebsgeheimnissen sensibilisieren. Da hakt es nämlich noch. Ich zitiere da aus der Anhörung: Leider sind viele Vertreter von kleinen und mittelständischen Unternehmen immer noch nicht ausreichend sensibilisiert und beschäftigen sich erst dann mit dem Thema, wenn ein Schadenfall eingetreten ist. Nach dem Motto, jetzt ist mir was passiert und ich muss jetzt etwas dagegen tun. Dann ist es aber leider zu spät. So sagte bei der Anhörung hier im Landtag in diesem Raum Hubert Martens von Networker NRW aus Essen. Ganze 2 Mitarbeiter beschäftigen sich beim nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz mit Wirtschaftsspionage. Die beiden machen einen guten Job und bereisen das Land, um Unternehmen zu sensibilisieren und zu betreuen. Sie können aber nicht überall in unserem großen Flächenland sein. Diese Präsenz reicht also offensichtlich nicht aus. Hier muss das Land eine aktivere Rolle übernehmen. Die in der Anhörung vom Leiter des NRW-Verfassungsschutzes erwähnte Sicherheitspartnerschaft von Innenministerium, Polizei, Verfassungsschutz, Wirtschaftsministerium, IHK und Verband der Sicherheit in der Wirtschaft bildet dafür eine gute Grundlage. Der NRW-Verfassungsschutz arbeitet mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz, und nicht mit dem BND, auf der Ebene der Inlandsnachrichtendienste zusammen. Das ist sein Auftrag und den erfüllt er auch.
Neben der mangelnden Sensibilisierung der Unternehmen, die sich vertrauensvoll an die Akteure der erwähnten Sicherheitspartnerschaft wenden sollten, haben die Experten in der Anhörung die fehlende Nachsorge kritisiert. Was passiert, wenn tatsächlich ein Schaden entstanden ist? Wie bringen wir ein Unternehmen dazu, in einem solchen Schadensfall schnell zu reagieren und die richtigen Ansprechpartner zu finden? Dafür muss man ein noch stärkeres Vertrauensverhältnis schaffen, ohne Unternehmen in einer Meldepflicht öffentlich an den Pranger zu stellen. Wichtig in diesem Zusammenhang waren auch Schilderungen der Experten, dass zumeist der Vertrauensverlust zwischen den Geschäftspartnern im Falle von Wirtschaftsspionage weitaus gravierender ist als der eigentliche finanzielle Schaden. Großer Klärungsbedarf besteht in solchen Fällen bei den Betroffenen demnach in den Fragenbereichen: Wie kann ich mein Unternehmen so aufstellen, dass es im Fall eines Spionageschadens wieder schnell handlungsfähig wird? Und wie kann das Unternehmen den Schaden lokalisieren und die Informationen sichern, damit es schnell zum operativen Geschäft zurückkehren kann? Hier fehlt es bis dato aus unserer Sicht an ausreichend bekannten Konzepten. Hier erwarten wir von der Landesregierung, dass sie die Wirtschaft noch mehr unterstützt, Lösungen zu finden, Maßnahmen möglichst standardisiert und somit einfach zu implementieren und etwa Best-Practice-Pools zu installieren. Wirkliche Aktivitäten des Landes haben wir seit der Anhörung jedoch leider nicht wahrnehmen können. Das muss aus Sicht der CDU-Landtagsfraktion besser werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Bergmann. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Bolte. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die letzte Woche hat gezeigt, der Bundesnachrichtendienst ist offensichtlich ein Nachrichtendienst außer Rand und Band. Wenn aber offenbar wird, dass die demokratische Einhegung eines Nachrichtendienstes nicht im ausreichenden Maß vorhanden ist, dann wird es Zeit für eine Zäsur, dann wird es Zeit für Konsequenzen. Die heutige Aktuelle Stunde behandelt ein Thema, das eindeutig außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Landesregierung und des Landtags liegt. Wir sind hier nicht das parlamentarische Kontrollgremium des Deutschen Bundestages. Aber diese Erkenntnisse zeigen eins sehr deutlich. Es war gut, dass der Deutsche Bundestag einen Untersuchungsausschuss zur NSA-Affäre, zum Geheimdienstskandal eingesetzt hat. Es war gut, dass insbesondere die Oppositionsfraktionen im Deutschen Bundestag sich durchgesetzt haben, dass dieser Untersuchungsausschuss sich nicht allein mit den Überwachungsaktivitäten ausländischer Dienste befasst, sondern explizit auch mit den Aktivitäten deutscher Nachrichtendienste. Der PUA in Berlin ist weit davon entfernt, seine Arbeit zu beenden. Immer neue Erkenntnisse kommen ans Licht. Das, was als NSA-Affäre gestartet ist, ist zu einem internationalen Geheimdienstskandal geworden. Dieser Skandal ist zugleich Ausweis von Tatenlosigkeit mindestens zweier Bundesregierungen. Die Bundesregierung von CDU und FDP wollte ihn einfach unter den Teppich kehren und für beendet erklären. Die jetzige Regierung hat diese Vorgehensweise in bester Merkel-Manier weitergesponnen. Meine Damen und Herren, der Bundesnachrichtendienst hat der NSA in zahllosen Fällen, so die aktuelle Berichterstattung, so die aktuelle Erkenntnislage, in zahllosen Fällen bei der Ausspähung deutscher und westeuropäischer Ziele geholfen. Das legen die aktuellen Erkenntnisse so jedenfalls nahe. Ob aus Versehen oder aus Absicht, was er davon wusste, was er vielleicht auch nicht wusste, das muss Ergebnis der lückenlosen Aufklärung sein, die jetzt angekündigt ist, die jetzt aber auch tatsächlich mal kommen muss. Spätestens seit 2008 sind die Vorgänge bekannt. Bis 2013 schaute man diesem Treiben beim BND tatenlos zu. Es ist notwendig, dass die Bundesregierung nun endlich reinen Tisch macht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dafür gehören die Listen mit den Selektoren der NSA auf den Tisch. Es sind nicht nur 2.000, sondern mittlerweile bis zu 40.000 verdächtige illegale Suchparameter, über die gesprochen wird, mit denen die NSA systematisch gegen deutsche Interessen verstoßen hat und in der Kooperation der BND an einigen Stellen offenbar auch deutsche Gesetze verletzt hat. Deswegen muss die Bundesregierung jetzt klarmachen, in wie vielen Fällen und in welchen Fällen, mit welchen dahinterstehenden Interessen der BND deutsche Gesetze verletzt hat. Es betrifft insbesondere die zuständigen
Ministerinnen und Minister in den Bundesregierungen der Vergangenheit, Thomas de Maizière, Peter Altmaier, Ronald Pufalla und auch die Kanzlerin, müssen endlich Klarstellung beziehen und reinen Tisch machen. Denn es sieht doch sehr stark danach aus, als hätte es da ein gestörtes Verhältnis zwischen der Bundesregierung und der parlamentarischen Kontrolle in den vergangenen Jahren gegeben. Die Bundesregierung täte jetzt gut daran, nach vorne die Kompetenzen des BND kritisch zu überprüfen, mindestens klarer zu fassen, einzuschränken. Wir brauchen mehr Kontrolle, weniger Befugnisse und mehr Transparenz. Die Pläne der Bundesregierung sind aber genau umgekehrt derzeit. Mehr Befugnisse und weniger Kontrolle, das kann so nicht gut gehen. Wir haben es, Sie werden sich erinnern, in Nordrhein-Westfalen vor gut 2 Jahren besser gemacht. Wir haben unseren nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz transparenter aufgestellt. Wir haben seine Befugnisse klarer gefasst. Gerade auch durch die öffentlichen PKG-Sitzungen haben wir mehr Kontrolle, mehr Transparenz geschafft. Es soll aber in dieser Aktuellen Stunde nicht alleine um die Frage gehen von Strukturreformen bei Nachrichtendiensten und deren internationale Kooperation, sondern auch um die Abwehr von Wirtschaftsspionage. Wir wollen hier am Standort Nordrhein-Westfalen, das haben wir in den letzten Monaten intensiv debattiert, ich erinnere da nur an die Aussprache zur Regierungserklärung, wir wollen hier am Standort Nordrhein-Westfalen ein höchstes Maß an Sicherheit erreichen. Der Verfassungsschutz, das ist sein gesetzlicher Auftrag, sensibilisiert heute schon Unternehmen, Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen für die Gefahr der staatlich gelenkten Wirtschaftsspionage und berät sie. Zahlreiche Hochschulen in unserem Land forschen zu sicherer IT. Das wird unser Markenkern. Wir haben auch über die Leitmarktwettbewerbe schon heute Initiativen für mehr Sicherheit angestoßen. Ein 100-prozentiger Schutz, das ist eine Binsenweisheit, ist nicht möglich. Aber gerade weil das so ist, gibt es natürlich auch immer noch Möglichkeiten, über weitere Schutzmaßnahmen zu diskutieren. Ich fand, Herr Dr. Paul, die Vorschläge, die Sie gemacht haben, sehr übersichtlich. Da habe ich wenig Konkretes bei Ihnen gehört. Wie können wir Unternehmen Anreize bieten, sich sicherer aufzustellen? Kollege Dr. Bergmann hat eben darauf abgestellt, dass die Problematik insbesondere im Mittelstand ist, der für uns die tragende Säule der Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen ist, zugleich aber noch das geringste Schutzniveau an vielen Stellen aufweist, zugleich aber häufigstes Opfer von Angriffen wird. Wie schaffen wir es, dass Unternehmen sich sicherer aufstellen? Welche Anreize können wir dafür bieten? Das sind Themen, über die nicht nur wir Grüne, das gestehe ich gerne zu, in regelmäßigem Austausch mit der Wirtschaft sind. Wir brauchen in diesem Zusammenhang auch einen handlungsfähigen Datenschutz. Es kann nicht länger sein, dass die Bundesregierung die europäische Datenschutzreform aushebelt, mit der wir endlich einen verbindlichen und hohen Schutzrahmen für alle Europäerinnen und alle Europäer vorhalten. Meine Damen und Herren, die aktuellen Erkenntnisse zeigen, wir brauchen endlich vollständige, wir brauchen endlich proaktive Aufklärung durch die Bundesregierung. Die deutschen Dienste müssen endlich ihre Karten auf den Tisch legen, wann sie warum, mit wem zusammengearbeitet haben, welche Daten dabei ausgetauscht wurden und auf welcher Rechtsgrundlage. Und dann müssen wir Konsequenzen ziehen. Wir müssen die Dienste demokratisch einhegen und die Rechtsstaatlichkeit stärken. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Lürbke. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen, meine Herren. Fest steht doch, der am vergangenen Donnerstag bekannt gewordene Skandal bedarf dringend der Aufklärung. Und anders als bei der ursprünglichen NSA-Späh-Affäre von 2013 sitzen die Verantwortlichen diesmal in der Bundesrepublik Deutschland. Das Kanzleramt darf sich daher auch nicht hinter vermeintlichen Staatswohl-Aspekten verschanzen und die Aufklärung behindern. Schließlich steht es selbst im Verdacht, das Staatswohl in einer eklatanten Art und Weise gefährdet zu haben, mutmaßlich sogar in einer Weise, die fast schon Zweifel an der Eigenstaatlichkeit unserer Republik aufkommen lässt. Und zweitens, meine Damen und Herren, feststeht auch, die deutschen Geheimdienste, sie verheddern sich in Widersprüchen. Auf der einen Seite berät das Landesamt für Verfassungsschutz Unternehmen darin, wie sie sich vor digitaler Spionage schützen können. Und auf der anderen Seite versucht der BND im Auftrag der amerikanischen NSA genau diese Vorkehrungen auszuhebeln und den USA Daten über die
betroffenen Unternehmen und ihre Geschäftsgeheimnisse zu liefern. Also das erscheint dann schon fast schizophren. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn die vorliegenden Medieninformationen zutreffen, dann haben wir in der Tat einen handfesten Skandal im Gefolge der Snowden-Enthüllung. Bekannt war ja schon einiges, die nahezu lückenlose Erfassung des deutschen und europäischen Internetverkehrs, mindestens der Metadaten, das berühmte Kanzlerinnen-Handy und nicht zuletzt die Angriffe der NSA und des britischen GCHQ auf Telekommunikationsanbieter wie Belgacom oder die Telekom. Und wie meine Fraktion hier im Hohen Hause, hier an diesem Pult im Jahr 2013 ja schon betont hat, stand schon seinerzeit auch der Verdacht einer Mitwirkung oder zumindest Duldung jener Aktivitäten durch deutsche Beteiligte im Raume. Im Prinzip kann man sich anders die zögerliche Aufklärung der Spähaffäre ja auch kaum erklären. Es sind ja mittlerweile auch schon 2 Jahre ins Land gegangen. Aber meine Damen und Herren, die neuerliche Nachrichtenlage lässt die Dinge schon jetzt in einem anderen Licht erscheinen. Augenscheinlich gilt das für den früheren Kanzleramtsminister Roland Pofalla, der schon im August 2013 die Spähaffäre für beendet erklärt hatte. Aber es gilt auch mit Blick auf den heutigen Innenminister de Maizière, der 2008 die Geschicke im Kanzleramt leitete. Und insbesondere, wenn offenbar der BND das Kanzleramt ja damals schon unterrichtet hat, als aufmerksamen Mitarbeitern Zweifel an der von der NSA abgefragten Selektoren kam. Und wenn eine weitere Unterrichtung dann 2010 erfolgt ist, als Pofalla Kanzleramtschef war. Also das ist dann schon merkwürdig, wenn gerade derjenige, der offenbar über die NSA-Interessen informiert war, rasch ein Ende des Skandals ausruft und ohne unken zu wollen, drängen sich insofern doch eine ganze Reihe von Fragen auf. Also was nützen uns strenge, was nützen uns effektive und präzise Rechtsvorschriften zum Schutz von Persönlichkeitsrechten oder Unternehmensdaten, wenn eben diese Vorschriften ja gleichsam so im Handstreich durch Geheimdienste oder potenzielle Helfer an anderer Stelle unterlaufen werden können. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, um es deutlich zu sagen, man kann ja politisch zu Sinn und Zweck der Überwachungstätigkeit westlicher Geheimdienste im Gefolge des 11. September oder man kann sie unterschiedlich bewerten, politisch. Aber was man nicht unterschiedlich bewerten darf, es muss dabei klar definierte Grenzen geben. Und das fängt bei den Bürger- und Menschenrechten an und hört bei Staat und Wirtschaft auf. Und besonders perfide, und perfide passt da ganz gut, muss es aber erscheinen, wenn das Spionageziel den Spion ja noch selbst mit Rat und Tat unterstützt. Und das ist im Grunde, meine Damen und Herren, das gravierendste und folgenschwerste, was eine solche Affäre auch hervorbringen kann. Wenn die Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in die Lauterkeit, in die Rechtschaffenkeit der demokratischen Institutionen und in die Rechtstreue der politischen Führung verlieren, wird der Boden für populistische Rattenfänger, wird der Boden für Verschwörungstheoretiker bereitet. Und eine solche Lage bereitet antidemokratischen Strömungen den Weg. Und das ist das Letzte, liebe Kolleginnen und Kollegen, was ich mir für unser Land und für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes wünschen würde. Also, es gilt nun erstens, die Aufklärung in dieser Sache dringend und zügig voranzutreiben. An dieser Stelle nenne ich noch mal ausdrücklich bestehende Verdachtsmomente hinsichtlich des gegenwärtigen Bundesinnenministers. Wer an so prominenter Stelle Mitglied der aktuellen Bundesregierung ist, der muss sich dann eben auch erklären. Und ich bin sehr gespannt, ob wir mit einer solchen Erklärung dann auch rechnen dürfen oder ob, wie das in den Medien ja bereits spekuliert wird, tagespolitische Notwendigkeiten eine Aufklärung wieder mal aufs Neue verzögern oder verhindern werden. Und schließlich hatte de Maizière ja auch einen prominenten Amtsvorgänger, Frank-Walter Steinmeier. Aber zweitens werden wir uns insbesondere, aber nicht nur auf der Bundesebene, noch einmal intensiv mit der Aufgabe und Rolle der deutschen Geheimdienste zu befassen haben, jedenfalls für sämtliche Fälle der internationalen Zusammenarbeit. Und diese Zusammenarbeit, sie muss in meinen Augen möglich sein. Sie darf aber nicht dazu führen, dem eigenen Land Schaden zuzufügen, die eigenen Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen auszuspähen und ihre Privat- oder Geschäftsgeheimnisse ausländischen Geheimdiensten preiszugeben. Und so zum Schluss, wenn wir hier vom Thema Geheimdienstreform sprechen, dann in zweierlei Hinsicht.
Die rechtlichen Voraussetzungen und Grenzen der internationalen Zusammenarbeit bedürfen klarerer, sie bedürfen streng definierter Regeln, und die Aufsicht über die Geheimdienste, sie muss effektiver und strenger werden, was zunächst aber voraussetzt, dass sie auch überhaupt stattfindet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Löbke. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Landesregierung und auch dem nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz liegen zu den im Raum stehenden Vorwürfen und Vorfällen keine Erkenntnisse vor. Das hat einen einfachen Grund. Die Handlungs- und Kontrollverantwortlichkeit liegt allein beim Bund. Der Bundesnachrichtendienst ist eine Behörde, die unmittelbar dem Bundeskanzleramt zugeordnet ist. Das heißt, das Bundeskanzleramt hat die Aufsicht inne. Die parlamentarische Kontrolle obliegt dem Parlamentarischen Kontrollgremium des Deutschen Bundestages. Insofern sind die in Rede stehenden Vorwürfe, sofern sie zutreffen, ausschließlich Angelegenheit des Bundes. Gleichwohl fordern die Länder, die Landesämter für Verfassungsschutz beim Bund Aufklärung in dieser Sache ein. Weil, meine Damen und Herren, der Schutz der nordrhein-westfälischen Unternehmen vor Wirtschaftsspionage besitzt für uns eine hohe Priorität. Und weil, das habe ich schon mehrfach hier im Parlament betont, Wirtschaftsspionage hat das Potenzial, Existenzen zu zerstören. Sie wissen, meine Damen und Herren, Innovationen, die entstehen in der Regel nicht von heute auf morgen, sondern sind oft das Ergebnis jahrelanger Forschung. Ein Spionageerfolg kann diese hart erarbeiteten Ergebnisse auf einen Schlag zunichte machen. Deshalb ist es Ziel dieser Landesregierung, die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen auf die Gefahren rechtzeitig im Vorfeld hinzuweisen. Die Unternehmen sind hier gefordert, ihre Eigenverantwortung wahrzunehmen. Wir setzen auf Prävention durch Sensibilisierung, damit bereits vor Ort und vor einem Angriff Schutzmechanismen greifen. Wir wollen dieses Ziel erreichen durch Teamwork, meine Damen und Herren. Die Sicherheitspartnerschaft gegen Wirtschaftsspionage und Wirtschaftskriminalität wurde bereits im Jahre 2001 ins Leben gerufen, und sie ist heute wichtiger und heute gefragter als je zuvor. Mitglieder dieser Partnerschaft sind unser Verfassungsschutz, unsere Polizei, das Wirtschaftsministerium, der Verband für Sicherheit in der Wirtschaft und die Industrie- und Handelskammer. Die Sicherheitspartnerschaft ist ein wichtiger Baustein, wenn es darum geht, gegenseitige Kompetenzen auf Augenhöhe in diesem Land zusammenzubringen, meine Damen und Herren. Jedes Mitglied soll den eigenen Sachverstand einbringen. Durch die Mitgliedschaft der Multiplikatoren ist die Chance besonders groß, möglichst viele Unternehmen zu erreichen und sie vor Wirtschaftsspionage zu schützen. Ein solches Hand in Hand zwischen den Sicherheitsbehörden eines Landes und eines Unternehmen ist sicherlich keine Selbstverständlichkeit. Das ist auch in anderen Bundesländern nicht unbedingt selbstverständlich, sondern ist ein Beweis für ein sehr gewachsenes Vertrauensverhältnis zwischen den Sicherheitsbehörden und den Unternehmen in Nordrhein-Westfalen. Auch über diese Kooperationen hinausgehend steht unser Verfassungsschutz als kompetenter Ansprechpartner für alle Unternehmen in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung. Das Angebot, in die Unternehmen zu gehen und dort über Bedrohungen und Schutzmechanismen zu informieren, wird rege nachgefragt. Allein im letzten Jahr hat unser Verfassungsschutz in mehr als 200 Veranstaltungen und Einzelgesprächen auf Gefahren hingewiesen, Empfehlungen ausgesprochen. Insgesamt wurden so über 5.700 Multiplikatoren der nordrhein-westfälischen Wirtschaft erreicht. Das sind Zahlen, finde ich, meine Damen und Herren, die sich sehen lassen können. Besonders erfreulich ist, dass eine Vielzahl der Unternehmen die Empfehlungen auch tatsächlich umsetzen und eine weitere Begleitung im Schutz vor Wirtschaftsspionage auch weiter wünschen. Meine Damen und Herren, ich will an dieser Stelle auch in diesem Rahmen darauf hinweisen, dass diese Gespräche auf Wunsch der Unternehmen selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Insofern werbe ich ausdrücklich dafür, das Angebot unserer Sicherheitsbehörden auch tatsächlich zu nutzen, und zwar nicht mehr erst dann, wenn etwas passiert ist, sondern wenn man Schaden verhindern will, möglichst frühzeitig diese Beratung auch in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus setzen wir nicht nur bei der Wirtschaftsspionage, sondern beim Schutz vor Cyberkriminalität auf den engen Kontakt zur Wirtschaft. Bestes Beispiel ist die Sicherheitskooperation Cybercrime, die der Bitkom und unser
LKA 2011 miteinander geschlossen haben. In diesem Cybercrime-Kompetenzzentrum beim Landeskriminalamt stehen rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, kompetente Ansprechpartner bei Fragen und Hinweisen bereit. Auch hier werbe ich dafür, dieses Angebot auch durch nordrhein-westfälische Unternehmen konsequent bei vermuteten Straftaten zu nutzen. Trotz allem, meine Damen und Herren, eines muss klar sein, die hundertprozentige Sicherheit kann es nie geben. Egal wie gut sich unsere Unternehmen gegen Angriffe absichern, es muss daher in erster Linie darum gehen, die Risiken so weit wie möglich zu minimieren. Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz tut alles, um die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen hierbei zu unterstützen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Die nächste Wortmeldung ist bei der FDP angemeldet, Herr Kollege Bombis. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte Herren. Richtig ist, es ist bereits angesprochen worden, dass wir noch zu wenig konkrete Anhaltspunkte haben, aber die Berichte, dass deutsche Behörden sich an Wirtschaftsspionage gegenüber deutschen Unternehmen beteiligen, sind auf jeden Fall besorgniserregend. Die Institutionen des Staates müssen die Bürger schützen und sie müssen demzufolge selbstverständlich auch die Unternehmen und die Unternehmer sowie die Mitarbeiter dieser Unternehmen in diesem Land schützen. Deswegen ist es richtig, dass wir uns Sorgen machen über diesen Aspekt der Wirtschaftsspionage. Und ich möchte in 3 kurzen Punkten sagen, warum ich auch der Auffassung bin, dass es richtig ist, dass wir uns als Nordrhein-Westfalen mit dieser Thematik auseinandersetzen. Der erste Punkt ist, es ist eben angesprochen worden, wir haben hier diskutiert, bereits vor 1,5 Jahren etwa, dass wir als Land die Unternehmen unterstützen müssen darin, selber mehr gegen Wirtschaftsspionage zu tun. Hier kann man darüber diskutieren, ob das genug ist. Wir als Freie Demokraten sind der Auffassung, dass es hier auf jeden Fall noch Ansatzpunkte gibt. Bei der Vielzahl der Unternehmen, die wir hier im Land haben, sind 2 Mitarbeiter, die für diesen Bereich zuständig sind, vielleicht noch eine etwas überschaubare Zahl. Aber entscheidend ist noch viel mehr, dass es an Schizophrenie grenzt, wenn wir hier in Nordrhein-Westfalen auch von behördlicher Seite aus versuchen, Unternehmen dabei zu unterstützen, sich gegen Wirtschaftsspionage zu wehren, aber auf der Bundesebene andere Behörden aus Berlin angeblich kontrolliert, diese Unternehmen mit ausspähen. Hier muss diese Landesregierung in Berlin deutlich machen, dass das gegen die Interessen nordrhein-westfälischer Unternehmen verstößt. Hier muss diese Landesregierung deutlich machen, dass Aufklärung notwendig ist. Und wir als nordrhein-westfälischen Landtag tun gut daran, diese Aufklärung deutlich einzufordern, meine Damen und Herren. Ein zweiter Punkt ist wichtig. Wir wissen alle, wir betonen es immer wieder, dass wir als einzigen wesentlichen Rohstoff in diesem Land Wissen und Bildung haben. Und wir alle wissen auch, dass die Veredelung dieses Rohstoffes Wissen und Bildung die Innovationen und die Innovationsfähigkeit der Bürger und der Unternehmen in diesem Land sind. Und deswegen ist es entscheidend, dass der Veredelungsprozess von Wissen zu Innovationen in diesem Land nicht von Misstrauen geprägt ist, dass er nicht von Selbstzensur geprägt ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Grundlage erhalten für Wachstum und Arbeitsplätze auch in Nordrhein-Westfalen. Und deswegen ist es entscheidend, dass zum Beispiel auch die nordrhein-westfälische Landesregierung sich gegen neue Bemühungen im Bund, wie etwa die Vorratsdatenspeicherung, wehrt, damit eben nicht anlasslos völlig blind Daten gespeichert werden. Damit schaffen wir ein Klima des Misstrauens, damit schaffen wir kein Klima der Innovationsfähigkeit. Hier hätte ich mir gerade von dem grünen Koalitionspartner in der nordrhein-westfälischen Landesregierung eine etwas deutlichere Stimme erhofft und erwartet, meine Damen und Herren. Das ist eine Aufgabe, die wir auch hier in NRW verfolgen müssen. Und ein dritter Punkt, er ist bereits angesprochen worden. Natürlich müssen Unternehmen in Nordrhein-Westfalen selber etwas für ihren Schutz tun, aber
Wir müssen als Nordrhein-Westfalen und die Landesregierung insbesondere von Nordrhein-Westfalen muss die Unternehmen hierbei unterstützen. Es müssen klare Kontrollen und Grenzen, Mark Löbke hat es angesprochen, für die Behörden hier in Nordrhein-Westfalen gesetzt werden. Und natürlich müssen diese auch auf Bundesebene eingeführt werden. Wir müssen hier in Nordrhein-Westfalen aber auch Angebote für unsere Unternehmen machen und ihnen die Kapazitäten geben, dass sie sich selber schützen können und sie nicht immer weiter durch Bürokratie, durch neue Abgaben an anderer Stelle belasten. Das ist ein wesentlicher Punkt, den wir hier in Nordrhein-Westfalen zum Schutz der Unternehmen machen können. Und ein dritter Punkt auch in diesem Zusammenhang. Wir diskutieren zum Beispiel das Freihandelsabkommen, das derzeit auf Bundesebene und auf europäischer Ebene thematisiert wird, hier in Nordrhein-Westfalen auch viel zu sehr unter den Kriterien der Oberbedenkenträger. Herr Bolte hat in der letzten Debatte vor anderthalb Jahren zu dem Top-Wirtschaftsspionage sehr deutlich gesagt, und ich stimme Ihnen ausdrücklich zu, dass wir natürlich nicht alles über internationale Abkommen regeln können, aber dass gerade dieses Abkommen, dieses Freihandelsabkommen auch Chancen bietet, wechselseitig. Ich habe es im Plenarprotokoll nachgelesen, Herr Bolte. Auch wechselseitig Chancen bietet, zu klaren Vereinbarungen zu kommen. Da haben Sie uns Freie Demokraten hier an Ihrer Seite. Aber dann müssen Sie das als nordrhein-westfälische Landesregierung auch bei Ihrem Bundeswirtschaftsminister einfordern, meine Damen und Herren. Dann haben wir wirklich etwas für den Schutz der Unternehmen in diesem Land getan. Dafür stehen wir Freien Demokraten an Ihrer Seite, aber nicht für Symbolpolitik und schöne Sonntagsreden. Hier erwarten wir mehr von Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bombes. Für die Piraten spricht jetzt nun noch einmal Herr Kollege Schwert. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, auf der Tribüne und am Stream, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn in 15 oder 20 Jahren Ihre Kinder oder Ihre Enkel zu Ihnen kommen und Sie fragen, was Sie damals getan haben, als die totalitäre Überwachung auf der Welt eingerichtet worden ist, was wollen Sie denen dann erzählen? Wollen Sie denen sagen, ich war nicht zuständig? Wie deutsch ist das denn? Es ist eine Farce, wie auf diesen Geheimdienstskandal reagiert wird. Selbst die Bundeskanzlerin und selbst der Vizekanzler reihen sich ein in eine lange Reihe von derjenigen, die Aufklärung fordern. Dabei sind Sie der Kopf der Regierung. Als ich das letzte Mal nachgeguckt hatte, war der Verfassungsschutz noch Teil der Exekutive. Herr Gabriel und Frau Merkel haben Aufklärung nicht zu fordern, sie haben sie zu liefern. Derweil wird der NSA-Untersuchungsausschuss nach Kräften durch die sehr große Koalition behindert. Da gibt es vollständig geschwärzte Akten. Snowden will man immer noch nicht als Zeugen anhören. Zugegeben wird nur das, was sowieso bekannt ist. Und das ist schon schlimm genug. Was mag sich alles noch in den geschwärzten Teilen der Akten verbergen? Hier im Landtag sieht das ganz genauso bescheiden aus. Wer von Ihnen hat denn unseren Antrag, nordrhein-westfälische Unternehmen vor staatlicher Wirtschaftsspionage durch Überwachungsprogramme wie PRISM und Tempora schützen, zugestimmt? Der Kollege Stotko ist glücklicherweise noch da. Er sagte, seiner Meinung nach gehört das alles auf die Bundesebene und NRW habe damit ja nichts zu tun. Es sei auch nichts bewiesen. Und das ist hanebüchener Unsinn. Das ist Vogel-Strauß-Praxis. Sehen Sie denn irgendwo eine ausreichende Aufklärung auf Bundesebene? Das Kölner Unternehmen DZIX hat Strafanzeige erhoben. Hat das überhaupt nichts mit NRW zu tun? Ach so. Herr Minister Jäger, Sie versprachen, dass der NRW-Verfassungsschutz NRW-Unternehmen helfen will. Darf ich also davon ausgehen, dass Sie diese Lektorenliste vom BND anfordern werden und danach durchsuchen werden, inwieweit NRW-Unternehmen betroffen sind? Die Innen- und Sicherheitspolitik
selbsternanntes Kompetenzfeld christ- und sozialdemokratischer Hardliner ist gescheitert. Den Vertrauensverlust in unsere staatlichen Institutionen, den haben Ihre Parteifreunde verursacht, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und SPD. Das Thema Wirtschaftsspionage wurde von Ihnen in den vergangenen beiden Jahren vollkommen ignoriert. Als bekannt wurde, dass zwei Kommunikationsunternehmen in der Nähe von Köln vom britischen Nachrichtendienst abgehört wurden, wo blieb denn da Ihr Aufschrei? Wir waren bei einem der betroffenen Unternehmen vor Ort und haben diverse Anträge gestellt. Diese haben Sie samt und sonders abgelehnt hier im Haus. Übrigens, es wurde damals auch bekannt, dass der englische Nachrichtendienst gezielt Arbeitnehmer dieser Firmen ausspioniert, um damit in die Firmennetzwerke einzudringen. Es sind also Menschen in Nordrhein-Westfalen ganz persönlich betroffen, fühlen sich dafür gar nicht verantwortlich. Wir können es uns nicht länger leisten, an den Symptomen herumzudoktern. Es ist absurd. Zwar beteuern die westlichen Geheimdienste, ihre jeweils eigenen Bürger nicht abzuhören, gehen dann aber Kooperationen mit ausländischen Geheimdiensten ein, um just an diese Daten zu gelangen. Damit verhalten sie sich im wahren Sinne des Wortes asozial. Und deutsche Nachrichtendienste machen in diesem Tauschgeschäft fleißig mit. Dass der BND von sich aus Wirtschaftsspionage für den NSA betreibt, ist entweder politisch so gewollt oder an Inkompetenz nicht zu überbieten. Das ist entweder kriminell oder kriminell unfähig. Wir müssen uns fragen, inwieweit zum Beispiel Kanzleramtsminister der Zeiten 2008 bis 2013, Herr Dr. Frank-Walter Steinmeier, Dr. Thomas de Maizière, Ronald Pofalla oder Peter Altmaier verwickelt sind, inwieweit die Geheimdienstkoordinatoren Klaus-Dieter Fritzsche und Günther Heiß darin verwickelt sind, der Geheimdienstkoordinator und spätere Präsident des Bundesnachrichtendienst Ernst Urlau oder auch die anderen Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes Herr August Hanning und Gerhard Schindler. Wenn diese Personen verantwortlich oder mitverantwortlich für diese Spionage sind, dann gehören sie meines Erachtens nach ins Gefängnis. Die Redezeit. Ich bin sofort fertig. Geheimdienste sind Fremdkörper in unserer Demokratie. Das Eigenleben des BNDs muss ein Ende haben. Wenn es nicht anders geht, müssen Geheimdienste aufgelöst und ihre Aufgaben von neuen, demokratisch kontrollierbaren Einrichtungen übernommen werden. Die Redezeit. Letzter Satz. Zudem muss durch internationale Abkommen sichergestellt werden, dass das Konglomerat westlicher Nachrichtendienste abgerüstet wird und nicht weiter Menschenrechte verletzt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwert. Weitere Wortmeldungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liegen nicht vor. Das bleibt auch so. Dann schließe ich an dieser Stelle die Aussprache. Und wir haben damit auch die Aktuelle Stunde geschlossen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2.